Einen schäbigen guten Morgen. Ja, hallo. Ich bin Mara. Marazepan. Weil wegen Übleck und Marzipan und, you know. Ja. Ich soll ein Vorstellungsvideo machen. Da habe ich natürlich ganz viel zu sagen. Also, wie schon gesagt, ich bin die Mara. Ich bin 19. Und mein Lieblingsgetränk ist Schaumwein. Aber nur der trockene. Meine Hobbys sind Schminken und Singen und Schaumwein trinken. Ja. Und Nörgeln. Ich nörgel gerne. Deswegen ist mein Beruf auch Nörgeltrine. Ja, mein Sohn, der ist zum Beispiel Krabbeltrine. Ja, und die anderen Kinder, die haben, glaube ich, nicht so richtig die Ämter und Berufe inne. Aber egal. Also ich habe auf jeden Fall ganz viele Kinder. Also ich bin das Oberhaupt der Schleswig-Holsteiner Linie. Die habe ich gegründet. Die hieß damals noch die Übleker Linie. Aber ich habe mir dann gedacht, ach komm, das ganze Bundesland, das geht auch. Deswegen sind wir jetzt die Schleswig-Holsteiner Linie. Aber mein einer Sohn, der adoptiert auch ganz viele Leute mit Bayern-Bezug und Leute aus Bayern. Ja, der macht gerade seine rebellische Phase durch und er ist schon 19, das ist langsam, naja, egal. Ich habe auf jeden Fall ganz viele Kinder, ich zähle sie jetzt nicht auf, ansonsten vergesse ich wen, was jetzt auch nicht so schlimm wäre, aber naja. Falls ihr meine ganze Familie, meinen ganzen Stammbaum sehen wollt, ich verlinke meinen Homo-Wiki-Eintrag in der Videobeschreibung, da könnt ihr nachsehen, wer so dazugehört. Der allerschönste Name ist natürlich der meines einen Sohnes, Harry Boje, dem Harald sein Bruder von und zu Schleswig-Holstein. Genauso und nicht weniger. Läuft. Vielleicht noch zu der Linie. Also eigentlich werden Tunden immer irgendwann adoptiert und dann können sie weiter adoptieren. Aber ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock auf eine Mutter. Ich mache meine eigene Linie auf und dann habe ich... Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. 2018? 17? I don't know. Auf jeden Fall habe ich da dann meinen ersten Sohn adoptiert. Architektur, Trümmer. Hallo Archie! Ja, und danach ging es eigentlich bergab, ne? Jetzt habe ich mittlerweile schon ganz, ganz viele Enkelkinder. Zum Glück noch keine Urenkelkinder, aber das kommt wahrscheinlich auch bald. Ja, aber naja, ich bin stolze Oma und stolze Muttern. Ja. So viel dazu. Ich sagte ja schon, ein weiteres Hobby von mir ist Singen. Ich habe schon ganz viele Auftritte gehabt. Es gibt mittlerweile sogar einen Song, der Mara heißt. Der ist ganz toll. Den habe ich mit meiner Tochter Chloe geschrieben. Ach, ich könnte gleich nochmal das Pappschild holen, dann kann ich euch Chloe zeigen. Okay, vielleicht mache ich es lieber nicht, weil ich sie nicht gefragt habe, ob sie rein möchte. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Song mit meiner Tochter Chloe geschrieben, der Mara heißt und der ist ganz, ganz schlimm. Ja. Ja, es hat so mehr oder weniger angefangen mit Mara liest. Ich lese gerne, also für alle, die mich kennen, also, naja, die alle, die mein bürgerliches Ich kennen, also Joe. Ihr wisst alle, ich bin asexuell. Dementsprechend fanden wir es sehr, sehr witzig, wenn ich als asexuelle Person, als Mara dann natürlich, also als, ne, sexualisierte Fanfiction vorliest. Und so fing es dann an mit einer sehr, sehr schlimmen Harry Potter Fanfiction. Danach war es dann Vampire Diaries, weil ich keine schwule Twilight Fanfiction gefunden habe. Und dann haben wir, also mein eines Kind, Andi Depressiva, und ich aus dem tollen Buch Schöner kommen vorgelesen. Das ist so ein lesbisches Sexbuch. Das war schlimm. Aber Feature... Haha, Else. Feature war natürlich, dass im Hintergrund Impro-Theater gemacht wurde zu dem, was ich vorgelesen habe. Ich habe das natürlich nicht gesehen, sondern erst so ein paar Monate später, als dann das Video hochgeladen wurde. Fand ich schon sehr witzig. Ich habe natürlich mitbekommen, dass alle das sehr witzig fanden, aber ich habe natürlich nichts gesehen. Und war dann sehr überrascht. Ich wollte jetzt keinen... zu negatives Adjektiv benutzen. Ja, das war aber natürlich nicht mein Bühnendebüt. Mein Bühnendebüt war auf der Tuntenshow in Übleck
2018, als wir Tunden am Telefon aufgeführt haben. Rishi, Else und ich. Also, eigentlich Rishi und Else und ich habe geschrien. Also, literally, ich habe geschrien. Und bin einmal durchs Bild gewackelt. Ja, das war ganz nice. Und dann, wie gesagt, ging es wieder bergab. Und so das richtig krasse Debüt, wo ich auch endlich mal gesungen habe, das war letztes Jahr bei den Oasen des Chorolet Flamingo. Da haben wir ein ganz tolles Lied aufgeführt. Drei dumme Plunzen. Also Else, Chloe und ich. Es war schlimm. Ja, und danach ging es dann noch mehr schlimmer nach unten, bergab und so. Ich kann heute nicht reden. Ja, es ging bergab. Es, war schlimm. Dann, danach ist dann auch Mara entstanden, also das Lied Mara. Ich wurde schon 2015 getauft, bei meinem ersten Schlösschen, am 30. Mai 2015. Relativ gleichzeitig mit Nina Egger, die mittlerweile nicht mehr Nina Egger heißt, aber egal. Yay! Ja, okay. Ja, was kann ich denn noch sagen? Also wie ihr seht, ich kann sehr gut schminken. Also ich habe mich extra hübsch gemacht für euch. Ich habe sämtliche Kosten und Mühen gescheut, um das hier hinzubekommen. Danke. Ja, ansonsten weiß ich auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich glaube, so die harten Fakten, die wisst ihr jetzt. Mein Name ist Mara und ich bin 19 und ich trinke gern Schaumwein in Trocken natürlich. Ich glaube, mehr, so richtig viel mehr gibt zu mir auch nicht zu sagen. Ich bin immer sehr genervt. Man kennt mich auch wegen meines Resting-Bitch-Faces. Da ist auch ein ganz tolles Bild im Homo-Wiki. Da müsst ihr übrigens auf diesen Penis achten, der so hier rauskommt. Also das ist ein Pecker, aber you know. Das ist auf jeden Fall ganz toll. Das war übrigens ein Foto für, als wir letztes Jahr im Sommersemester das Schlösschen organisiert haben. Das Reha-Schlösschen. Das war sehr toll. Das ist eigentlich auch schon meine ganze Biografie, ne? Vielleicht als Abschluss noch mein Motto. Schlimm, schlimmer, da geht noch was. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ich weiß auch nicht, welches Studio. Tschüss. Jetzt habe ich doch glatt den Großteil vergessen. Ich bin nämlich auch noch zuständig für homöopathische Magie. Und für Morgenmagie, also Morgenmagie mit Mara. Ja, vielleicht kennen das auch schon einige, die mir bei Instagram folgen. @marazepan, ohne Punkt und Komma. Ja, da habe ich während des ersten Lockdowns fast täglich Morgenmagie gemacht und Tarotkarten vorgelesen, Träume gedeutet und irgendwann, was habe ich noch gemacht? Irgendwas mit Sternzeichen, ne? Ja, Horoskopzeugs. Naja, das habe ich glaube nur dreimal gemacht, das war nicht so witzig. Naja, auf jeden Fall wollte ich das durchziehen, während ich im Homeoffice war. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe überlegt, ob ich jetzt wieder anfange. Aber ich hatte keinen Bock. Ja. Toll, toll, toll. Mehr davon. Ja, geil!